Auf einem Markt treffen oft Menschen mit unbegrenztem Bedarf auf Anbieter mit begrenztem Angebot. In einer solchen Situation ist Wettbewerb normalerweise eine positive Kraft. Er führt zu einer größeren Auswahl, erhöht die Qualität der angebotenen Produkte und senkt deren Preise. Fehlt der Wettbewerb, können Monopole entstehen. Und das ist ein Problem. Adam Smith, der Vater der modernen Ökonomie, definierte Wettbewerb als Allokation der produktiven Ressourcen zu den am höchsten geschätzten Verwendungen. Für den Verkäufer ist das Geld, das er beim Verkauf erhält, produktiver als sein Produkt. Für Käufer ist die Ware, die sie erhalten, produktiver als ihr Geld. Wenn ein Geschäft abgeschlossen ist, ist vielleicht keine der beiden Parteien mit dem vereinbarten Preis ganz zufrieden. Aber am Ende geht es beiden besser. Auf einem wettbewerbsorientierten Markt bekommt am Ende derjenige etwas, der es am meisten will. Wettbewerb kann verschiedene Formen annehmen, wie die folgende Geschichte zeigt. Ein Händler beschließt, Bananen auf den Markt zu bringen, um sie als erster zu verkaufen. Er ist der Einzige, und da die Menschen Bananen lieben, verkauft er sie zu einem hohen Preis. Es dauert nicht lange, bis ein anderer Händler eine Verbesserungsmöglichkeit sieht. Der Wettbewerb über den Preis ist die einfachste Möglichkeit für Händler, um Kunden zu konkurrieren, da die Verbraucher in der Regel lieber weniger bezahlen. Um zu überleben, kann der erste Verkäufer, auch etablierter Anbieter genannt, seine Preise senken. Dieser Preisdruck führt in der Regel dazu, dass die Kunden besser gestellt werden. Theoretisch geht dieses hin und her so lange, bis beide einen Preis erreicht haben, der keinen Gewinn mehr abwirft. Dann kann einer von beiden entscheiden, das Geschäft zu schließen. Es gibt aber auch einen Wettbewerb ohne Preisdruck. Anstatt einen niedrigeren Preis anzubieten, können neue Anbieter versuchen, qualitativ hochwertigere Produkte zu verkaufen oder Innovationen einzuführen. Als Reaktion auf die Innovatoren könnten die etablierten Unternehmen versuchen, ihr Angebot zu verbessern und sich etwas einfallen zu lassen, um ihre Position zu stärken. Beide können ihre Öffnungszeiten ausdehnen. Wettbewerb führt also neben Preissenkungen auch zu mehr Auswahl und mehr Innovation. Beides ist gut für die Menschen auf dem Markt. Auf einem freien Markt bestimmt der Wettbewerb den Endpreis und die Qualität der angebotenen Güter. Dieses Phänomen nennt man emergente Ordnung. Das bedeutet, dass letztlich nicht das Unternehmen entscheidet, wie viel für ein Produkt verlangt wird, sondern immaterielle Kräfte, wie Angebot, Nachfrage und Verbraucherverhalten, die sich im Laufe der Zeit herausbilden. Wenn ein Unternehmen das einzige ist, das ein Produkt verkauft, spricht man von einem Monopol. Dann verschwinden die Vorteile des Wettbewerbs und die natürliche Ordnung wird gestört. Zwischen perfektem Wettbewerb und Monopol gibt es ein Spektrum, mit dem wir die Intensität des Wettbewerbs definieren können. Auf einem sehr transparenten Markt herrscht nahezu vollkommener Wettbewerb mit niedrigen Preisen und einer großen Auswahl für die Verbraucher. Auf einem Markt, der von einem Monopolisten beherrscht wird, sind die Preise oft hoch und die Auswahl gering. Wenn nur wenige Unternehmen den Markt unter sich aufteilen, spricht man von einem Oligopol, das ebenfalls problematisch ist, da es häufig zu geheimen Preisabsprachen kommt. In einem freien und offenen Markt mit starkem Wettbewerb gibt es innovative Anbieter, zufriedene Kunden und eine große Angebotsvielfalt. Am anderen Ende des Spektrums haben wir ein Monopol. Die Anbieter haben wenig Verhandlungsmacht. Die Waren, die sie verkaufen, sind oft minderwertig. Die Kunden zahlen höhere Preise und müssen länger warten. Damit die Märkte funktionieren, müssen die Regierungen die Monopole aufbrechen und die Verbraucher die Wettbewerber unterstützen. Nur dann gibt es Innovationen, gute Produkte, niedrige Preise, zufriedene Kunden und Märkte, auf denen es allen besser geht. Zusammengefasst, Wettbewerb führt in der Regel zu niedrigeren Preisen, Innovationen und einem höheren Lebensstandard. Monopole führen in der Regel zu höheren Preisen, minderwertigen Produkten und einem niedrigeren Lebensstandard.
Wir sollten versuchen, Monopole aufzubrechen, um den Wettbewerb auf dem freien Markt zu fördern. Um mehr über Wettbewerb zu erfahren, erzähle uns, wie du am Wettbewerb teilnehmen würdest. Finde zuerst ein Produkt oder eine Dienstleistung, die online oder in deiner Nachbarschaft angeboten wird und für die es wenig Wettbewerb gibt. Beschreibe die Dienstleistung und sage uns, warum es deiner Meinung nach wenig Wettbewerb gibt. Liegt es an einem Monopol? Oder liegt es daran, dass die Nachfrage so gering ist, dass nur wenig Gewinn gemacht werden kann? Oder gibt es noch einen anderen Grund? Stell dir nun vor, du eröffnest ein Konkurrenzunternehmen. Beschreibe drei Dinge, die du tun würdest, um im Wettbewerb zu bestehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.